Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und zwar habe ich hier die Fairy Box aus dem Monat August. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Fairy Box ist eine Beauty Box, die monatlich erscheint. Die kostet 19,90 Euro pro Box und pro Monat zuzüglich Versandkosten. Und wir haben hier wirklich coole, nachhaltige und tierversuchsfreie Produkte drin enthalten. Ich glaube, 5 müssten das auch mittlerweile so an der Zahl sein, ne? So im Schnitt. 50 Euro ist der Mindestwert von der Box. Das heißt, man macht immer wieder einen Schnapp. Das heißt, dass du quasi die Produkte für einen viel günstigeren Preis bekommst, als du letztendlich für die Box bezahlst. Dafür hast du aber ein kleines Glücksspiel auch am Laufen. Ich finde sie ziemlich schön. Ich finde sie auch sehr niedlich gestaltet. Das ist echt dieses Fairy Box, ne? Das wird schon gelebt, dieses Feenhafte und so. Ich finde es sehr interessant. Wir haben hier dieses Logo immer hier vorne drauf. Das ist dieses kleine Vögelchen. Sie hat so eine Milchtütenverpackung und hier außen haben wir auch immer so ein kleines Flyer-Ding dran. Ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, damit ich sie hier vorstellen kann. Also vielen, vielen Dank an das liebe Fairyboxen-Team, dass ihr das ermöglicht. Und in diesem Video verlose ich auch etwas. Und zwar müsste das eine selbst zusammengestellte Beautybox in diesem Fall sein und keine Fairybox. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Im Prinzip sind das immer relativ ähnliche, gleiche, simple Teilnahmebedingungen. Über 18 sein und mich abonniert haben und einen Hashtag verwenden, der in der Infobox steht. Ja, und dann geht das ratzifatzi hier vonstatten. So, ich gucke einfach mal, was die Boxenpacker sich hier so dieses Mal überlegt haben. Aber ich glaube, es steht im Prinzip immer wieder das Gleiche hier drauf, oder? Herzlichen Glückwunsch zu deiner Fairybox. Fühl dich gut und tue Gutes. In der Fairybox haben wir für dich das Beste an reiner, hochwertiger Naturkosmetik für Gesicht, Haar und Körper zusammengestellt. Genau. Und das Ganze halt auch noch tierversuchsfrei. Das ist auch freundlich. Die Produkte sind aufgeführt. Ein Gewinnspiel ist mit dabei. Bewerte deine Box, nenne uns dein Lieblingsprodukt und gewinne es mit ein bisschen Glück erneut. Oh, das ist natürlich schön. Da kann man an der Verlosung teilnehmen, wenn man die Box abonniert hat halt. Ne? Dann steht der Gesamtwert hier drauf. In dem Fall 58,54. Kleiner Spoiler ist es gewesen. Ja, aber jetzt schauen wir mal in die Box hinein, was sich hier drin verbirgt. Finde ich auch immer sehr, sehr, sehr interessant, was man sich so überlegt. Ne? Also so ein klassisches Motto, wie man das bei anderen Boxen kennt, gibt es nicht. Das Ganze ist halt eher so auf Nachhaltigkeit und Brauchbarkeit ausgelegt, aber gleichzeitig auch mal so ein kleines Augenzwinkern, dass man vielleicht auch mal ein Produkt mit dabei hat, womit man nicht unbedingt gerechnet hätte. Dann haben wir hier auch immer eine Info, dass diese Maischips, die hier mit dabei sind, auch recycelbar sind. Also die kannst du im Kompost, glaube ich, entsorgen, ne? Biotonne oder den Kompost, genau. Ich verwende die so oder so einfach weiter, weil ich, wenn ich Verlosungspakete packe, die einfach auch immer mit dazu nehme. Eiskalt schüttel ich mal die ganze Box hier aus. Ne? Wow, schwere, große Produkte sind hier drin. Huch, huch. Uppala. Oh, mittlerweile geht das nicht mehr so gut. Der Bauch ist ganz schön groß, Leute, ich sag's euch. Ein paar Maisflips-Chips habe ich hier noch drin. Und dann gucken wir mal. Also, hier haben wir einmal von Jungglück ein 15% Code. Fairybox 15 gibt dir nämlich 15% Rabatt auf der Jungglück-Homepage. Den Jungglück Adventskalender habe ich letztes Jahr mit euch zusammen ausgepackt. Da waren sehr, sehr kleine Produkte drin, aber man konnte sich so echt cool durch das Sortiment mal durchtesten. Ich muss aber gestehen, dass ich über das ganze Jahr nichts davon nachgekauft habe. Also ich bin nicht irgendwie auf irgendwas davon hängen geblieben. Bin ich ehrlich? Ich glaube, wir haben hier auch was von Jungglück drin. Das können wir uns ja direkt mal rausnehmen. Und zwar ist das... Nee, nicht von Jungglück. Welches ist das denn? Hier, das hier. Lippenpflege, genau. Feuchtigkeitspflege, 5 Milliliter. Genau. Die haben wir hier drin enthalten. Und das ist jetzt das erste Produkt, was ich hier rausfische. Ich glaube, ich mache das dann immer Flyer und gleichzeitig nehme ich das Ding dabei. Ich meine, dass es auch im Adventskalender mit drin war, aber ich hatte das weitergegeben. Genau, das ist mit so einem Pumpspender hier auch mit dabei, ne? Und halt in so einer Glasverpackung. Es ist sehr nachhaltig gedacht, natürlich. Das Ding war, was ich halt bei diesen, gerade wenn du diese Cremes hier drin hattest, ne, das Problem war, ich habe es nicht gut rausgekriegt. Es war auch ein Spatelset mit dabei, natürlich, dann konnte man sich das immer so rausfriemeln. Fand ich persönlich, ehrlich gesagt, nicht so geil. Ich bin gespannt, wie das bei der Lippenpflege ist. Ich finde es jetzt auch nicht so cool, hier so einen Pumpspender zu haben. Weil wie? Ne? Also ich mag lieber so einen Stick, den nehme ich mir, den schmiere ich mir auf die Lippen.
fertig ist die Laube. Komme ich nicht mit meinen Händen in mein Gesicht rein quasi. Ne? Hier musst du definitiv entweder mit einem Pinselchen arbeiten oder halt das... Nee, du musst es ja so oder so. Ich meine, du kannst es ja auf die Lippen pumpen und dann... Nee, mit den Lippen so. Aber auch das ist relativ unpräzise, schwierig. Cooles Produkt, interessante Firma, aber Applikation nicht ganz durchdacht, Junglook. Da müsst ihr nochmal drüber nachdenken. Dann habe ich hier was von Biana. Schönheitspflege neu erleben mit der Kraft des Traubenkerns. Okay, da hatte ich auch schon mal Produkte von. Ich glaube, Handcreme war das, ne? Und da haben wir jetzt hier auch was drin enthalten. Und zwar ist es eine Körperlotion. Rein natürlich wertvoll, finde ich schön. Premium Naturkosmetik mit Traubenkernöl. Da haben wir 100 ml drin enthalten, für trockene und auch für fettende Haut geeignet. Das ist sehr interessant. Pflegt die Haut seidig weich, ideal für beanspruchte trockene Haut. Schenkt natürlichen frischen Ton und ein ausgleichendes Hautgefühl. Wertvolle Öle schützen die Haut vor Feuchtigkeitsverlust. Das ist ein Produkt, was meinen Namen ruft. Ne? Finde ich gut. Wird auf jeden Fall ausprobiert. Zeige ich euch dann, wie man das, wie das so funktioniert hat in meinem Aufgebraucht-Video. So. Oh, und das riecht auch wirklich gut. Oi, das mag ich gerne leiden. Da freue ich mich drüber. Das ist ein cooles Produkt. Das kann was werden mit uns beiden Schätzeleins hier. Okay, dann habe ich als nächstes, haben wir jetzt zu jedem Produkt immer einen Flyer mit drin? Das ist natürlich halt auch irgendwie ein bisschen viel, ne? Egal. Dabei Organics habe ich hier als Kärtchen. You are the nature, you are the softness of moss, the strength of northern wind, the magic of forest, the flow of water. Dabba is the story about a journey back to the nature, wilderness and purity, back to your roots, to your deepest self. Ja, das hört sich alles sehr mystisch an, finde ich aber auch irgendwie gar nicht so verkehrt. Hatte ich das nicht sogar schon mal? Das ist das Wild Raspberry Leaf Water, also quasi das Himbeerblattwasser, oder? Raspberry, Himbeere, 99% organisch, ein Toner ist das nämlich, 30 ml haben wir hier drin enthalten, das ist für normale und Mischhaut geeignet, bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher, ob ich das schon mal hatte, kommt mir sehr bekannt vor, also die Marke auf jeden Fall, das ist auch ein Spray, finde ich richtig cool, da gefällt mir die Applikation nämlich richtig gut, ne? Weil du dann halt keine Wattepads verschwendest und auch nicht mit deinen Händen wirklich ins Gesicht gehen müsstest, theoretisch, und halt auch keine wiederverwendbaren Wattepads verwenden musst, ne, die dann quasi ja auch Produkt aufsaugen würden. Eigentlich ganz geil. Ich habe aber eigentlich keine normale oder Mischhaut. Ich habe halt trockene Haut oder furztrockene Haut und verschmierte Mascara. Boah, also die Mascara, die ich jetzt hier drauf habe, ne, das ist die teuerste Mascara, die hat 40 Tacken hat die gekostet. Ich glaube, so eine teure Mascara habe ich noch nie verwendet gehabt, ne? Und die stempelt mir den ganzen Tag ab. Ich muss die irgendwann nochmal ausprobieren, wenn ich nicht hier halbwegs zerfließe. Naja, auf jeden Fall ist das leider ein Produkt, was nicht bei mir bleiben wird. Dann habe ich hier ein Getränk mit dabei. Und zwar ist es Natumi Dinkel Cuisine. Laktosefrei, hoher Gehalt an ungesättigten Fettsäuren. Okay, das macht man sich irgendwo rein. Eine Kochcreme ist das, okay. Zur Verfeinerung von süßen und herzhaften Gerichten geeignet. Man kann sie nicht nur für leckere Desserts verwenden, sondern auch köstliche Aufläufe für Freunde und die Familie. Mit ihnen zubereiten, echte Alleskönner eben. Okay, ja, da muss ich mir mal anschauen, was man damit so macht. Ich hatte schon das ein oder andere Mal sowas mit dabei. Ich muss gestehen, dass ich das tatsächlich weitergegeben habe. Weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Aber wir haben ab und an auch mal ein Foodprodukt in der Box drin, was ich eigentlich ganz cool finde. Dann habe ich hier etwas drin enthalten von Boho Green Make-up Volume and Green. Schön, wir haben hier eine Mascara drin, oder? Das freut mich. Hallo, das ist mein Highlight-Produkt. Finde ich klasse, kommt ins Full Face Beauty Boxen. Das ist so ein Videoformat, was ich monatlich mache, wo ich euch dann die Produkte, die dekorativen Kosmetikprodukte aus den Boxen in Anwendung zeige. Okay, das ist ein also so ein spitz zuläufendes, kegelförmiges Kunstfaserbürstchen. Riecht ganz easy, ne? Also mag ich gerne leiden. Wird auf jeden Fall ausgetestet. Das müssen wir zusammen ausprobieren. Macht einen guten Eindruck. Ist halt so auch dieses schön Grüne von außen gefällt mir auch irgendwie. Ne? Das ist so natürlich und so schon hübsch. Schön. Mag ich. So, und das Letzte, was wir hier drin haben. Habe ich eigentlich Bock drauf? Ich weiß aber nicht, wie intensiv der Kokosduft ist. Und zwar von Juniper Lane. Die haben ein neues Parfum rausgebracht. Coco Vanilla.
Eau de Parfum, 50 Milliliter. Ich habe, ich glaube, alle Juniper Lane Parfums, weil ich die echt gut finde, ne? Also mit Vanille, Kokosnuss und Sandelholz ist das. Und dann gucken wir mal, wie das riecht. Ich muss echt schauen, weil eigentlich bin ich gar kein Kokosfan, aber ich bin halt merkwürdig geworden, seitdem ich schwanger bin und nicht mehr rauche. Und da mag ich halt auf einmal Düfte, die ich vorher nicht mochte. Genauso mag ich auf einmal Düfte nicht mehr, die ich vorher geliebt habe. Hab aber nicht mehr so ultimativ das Problem mit Kopfschmerzen. Das ist schon mal positiv, ne? Da rieche ich jetzt nichts. Ich sprühe das hier einfach mal in die Verpackung rein, weil ich habe eben Parfum aufgetragen, als ich eine andere Box ausgepackt habe. Das wird bestimmt mega geil süß sein mit so einem Hauch erdigen Tönchen. Ist gerade ein bisschen schnell verflogen, aber irgendwie, also das, was mir in die Nase stieg, roch gut. Ich glaube, ich mag das. Es riecht so ein bisschen nach Seife, aber nach einer guten Seife. Ich muss das, ich mach das hier mal auf meinen Arm drauf. Weil Parfums riechen ja auch einfach anders, ob ich das jetzt in Karton reinsprühe oder ob ich das auf meine Haut mache, weil auf meine Haut reagiert es ja auch mit meinem pH-Wert und so, ne? Das ist immer so verrückt. Soll man nicht machen, aber ich mache das jetzt mal. Also dieses Verreiben, ne? Das riecht so cremig angenehm. Ich kann euch das gar nicht beschreiben. Ich finde, das riecht wirklich gut. Als wäre ich jetzt irgendwie frisch geduscht und hätte irgendwie mich dann auch schön eingecremt und so riecht das. Also wirklich angenehm. Hätte ich nicht erwartet. Also die Kombi gefällt mir richtig gut und das bleibt auch bei mir. Dass ich meinen Kokosduft behalte, ich mag ich gar nicht eigentlich, ne? Riecht aber sehr angenehm. Wirklich angenehm. Ne, finde ich cool. Die kriegt ihr ja auch relativ günstig, so um mit 10 Euro, ne? Entweder bei Amazon könnt ihr die kaufen oder in Drogerien kriegt man die auch manchmal. Ich glaube, aber eher online. Ist schon schön, ja. Und dann habe ich meine Reihe halt auch ein bisschen mehr zusammen, ne? So, das war jetzt hier die Fairy Box. Ich persönlich hatte hier Höhen und Tiefen mit dabei. Sowohl Produkte, wo ich sage, schwierig, ne? Wo ich jetzt nicht so unbedingt ultimativ geflasht von bin. Aber ganz ehrlich, von den eigentlich 6 Produkten, die hier drin sind, sind 3 safe, haben mein Herz erobert, finde ich richtig gut. Eins, wo ich sagen muss, muss ich mal gucken. Eigentlich 2, wo ich sagen muss, muss ich mal gucken. Und das Food-Produkt ist ja eigentlich in der Wertigkeit jetzt nicht so unbedingt groß, ne? Also dementsprechend ist es schon eine lohnenswerte Box. Und ich finde sie schön. Also mir gefällt es halt dieses Mal richtig gut, dass wir sehr viel, also dass wir 2 dekorative Kosmetikprodukte quasi mit dabei haben. Das finde ich sowieso immer cool. Und dass es brauchbare Produkte sind, das mag ich auch gerne leiden. Ich finde es auch irgendwie nice, dass wir einen Toner mit dabei haben. Ja, kann man machen. Ne? Irgendwas eskaliert gerade draußen. Also ich finde die Box schon gelungen. Schreibt mir gerne mal eure... Was ist hier los? Voll das Riesengeräusch. Schreibt mir gerne eure Meinung über die Box unten in die Kommentare rein. Da können wir uns gerne mal austauschen. Aber ich finde die gut. Ne? So, ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und meinem Unboxing der Fairy Box aus dem August 2022. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!